Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. Jo. Ach, muss noch wieder alles zur Seite packen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Vor 10 Minuten. Bin gerade schön auf Zähne geputzt. Und ja, da habe ich rüber geschaut. Ich so, oh, war ja schon so spät. Da schaffe ich das ja gar nicht mit dem Vlog hier, mit dem Let's Play hochzuladen. Also. Machen kann ich jetzt schnell eine Runde, aber ich denke mal, die werde ich erst heute Nachmittag hochladen. Halt, wenn ich wieder von der Arbeit komme, weil ich ein bisschen lang geschlafen habe. So, wir sind hier in der Basis. Und der sagt uns auch, wo wir lang müssen. Das ist doch schon mal gut. Darum. Müssen wir nicht den gelben hier auch noch anklicken? Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht hier dann auch nicht. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe ja auch nur das gesehen, was wir da durchgespielt haben. Also hier die Quest. Und das war's dann. Mehr habe ich dann nicht gesehen. Diese gelbe Tasche, zu der müssen wir bestimmt hin. Können wir nichts kaufen. Und warum sollen wir hier hin? Reparieren? Ist alles repariert? Zurückkaufen brauchen wir nicht. Nichts. Schauen wir mal, was können wir hier verkaufen? Ah, die Brust ist doch scheiße. Verkaufen die Hände auch. Okay. Weg da. Hier hoch. Ich glaube, das ist im Fall nach oben. Jo. Jetzt sind wir oben, da ist der X. Gehen wir doch mal hier rein. Ach, X ist ja woanders. Oh. Macht die Tür auf. Hier ist das Logo. Hier spricht Oracle. Dieses Holozeichen repräsentiert die Zentrale, den Kern des Wachturms, den Sitz für heldenhafte Taten auf der Erde. Die stehen ja immer noch da. Haben die nichts zu tun? Meine Güte.
Ja, das ist ein Hinweis. Versuche, viele davon zu finden und lass Question wissen, dass du an dem Fall dran bist. Sie mag keine Menschenmengen, also schau einfach in deine E-Mails. Gute Jagd. In der E-Mail nachschauen. Okidoki. Warte mal, erst noch abgeben. Antreten. Sehr gute Arbeit, aber die Aufgaben werden kniffliger. Darum solltest du Forschung und Entwicklung betreiben, um deine Ausrüstung zu verbessern oder Zusatzgegenstände zu basteln. Die Lords of Order, das Project Cadmus und Magnus Robotics haben Hilfe angeboten. Da du dich auf Magie zu verstehen scheinst, solltest du dich mit Phantom Stranger im Magieflügel unterhalten. Er redet nicht gern, kann dir aber alles über Forschung und Entwicklung verraten. Ja, dann ab in den Magieflügel. Ich bin der Wanderer auf den unerforschten Wegen von Raum und Zeit. Viele nennen mich Phantom Stranger. Es ist nicht meine Aufgabe, mich direkt einzumischen, aber ich kann denjenigen, die es nötig haben, den Weg erhellen. Als Vertreter der Lords of Order weise ich dich in die Forschung und Entwicklung von nützlicher Ausrüstung ein. Sobald du die richtigen Pläne und Zutaten von Händlern oder Abenteurern erlangt hast, kannst du mit diesem Gerät viele Dinge herstellen. Hier hast du ein paar Dinge für den Anfang. Hört sich interessant an. Komm her und erfahre mehr über den Tresor, in dem Beute verteilt wird. Gewinne unglaubliche Preise. Ich bin Ambush Bug. Hier ist deine Tresorkarte. Schließe den Ambush Bug Quest in deinem Kommunikator ab und rüste die Karte aus. Aktiviere sie und kawumm, ab in den Tresor. Danke fürs Spielen. Okay. Tresorkarte. Und jetzt das Z0. Na super. Muss man vielleicht so Inventar machen? Ja. Yes. Inventar. Da. Okay. Jetzt ist die Tasche voll. X-Boost, Tresorkarte. Klar, wir sind uns sicher. Einfach hier alles benutzen. Ich weiß zwar nicht, was ich mache. Ich denke mal, ich mache auch was falsch. Aber so ist die Tasche wenigstens wieder leer. Okay, das war's. Mehr kann ich nicht benutzen. Cooles Bild. Bargeld $1. 1425 Dollar. Oder soll das $1
42,5 sein. Keine Ahnung. Egal. So. Ah, jetzt können wir hier was machen. Oder auch nicht. Aber ich habe jetzt wenigstens Sachen freigeschaltet. Also Rezepte. Cool. Ausrüstung. Gut. Hier gibt's Feuerwerk. Hier dran. Oh, gerade eine Rakete. Wo ist sie denn? Hier ist die. Ja gut. Soll uns nicht weiter interessieren. Kommt ja auch immer nur eine Rakete hoch. Also kein richtiges Feuerwerk. Aber wie komme ich jetzt zu den Queste? Ich muss hier Quest machen. Nein, ich will kein PvP machen. Noch nicht. Das mache ich beim nächsten Mal. Heile dich in die Dienste, tapp für die Arena PvP Match ein. Na gut. Na gut, dann machen wir noch PvP. Dienste. Größe 4 Spieler. Vertritt die Simulation. Auswählen. Arena. Das ist zu lang. Acht gegen acht, das ist gut. Wachturm. Auswählen. Ah, so. Immer die Großen. Alleine bin ich nicht gut. So. Mein Status. Alright. Jetzt schauen wir mal.
gehe mal kurz mit der Maus. E halten. Okay. E. So dunkel hier, ich sehe nichts. Da ist E. Super. Aber das fand ich wieder mal egal. Ah, machen wir weiter. F1. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Keine Ahnung. Tja. Schauen wir nochmal nach einer anderen Quest. Tagesbuch. Was muss man hier machen? Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und ich probiere dann nächstes Mal und werde dann halt hier mich bei der Runde anmelden. Also nicht heute, weil ich muss gleich zur Arbeit. Und dann, ach, mal schauen. Weiß ich auch noch nicht so genau. Immer erstmal ein Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.